Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundeskanzlerin Merkel kann voraussichtlich mit Rückendeckung des Bundestages zum Euro-Krisengipfel nach Brüssel reisen. Im Parlament zeichnet sich für morgen eine breite Mehrheit für eine effektivere Ausgestaltung des Euro-Rettungsschirms ab. Union, FDP, SPD und Grüne verständigten sich heute im Grundsatz auf einen gemeinsamen Entschließungsantrag. Auf der Fraktionsebene des Bundestages häufen sich die Wiedererkennungseffekte. Morgen noch eine Abstimmung über den Euro-Rettungsschirm und heute noch eine Diskussion darüber, ob die Kanzlerin dafür die Kanzlermehrheit braucht. Die Geduld des Unionsfraktionschefs ist strapaziert. Soweit ich informiert bin, und ich bin in der Regel über die Abläufe im Parlament sehr gut informiert, wählen wir morgen keinen Bundeskanzler, sondern wir entscheiden über eine einfache Sachfrage. Die Sachfrage ist die, ob die Kanzlerin mit Rückendeckung des Bundestages in Brüssel darüber verhandeln kann, die Schlagkraft des Rettungsschirms zu erhöhen. Stichwort Hebel. Der Entschließungsantrag, den die Fraktionsspitzen erarbeitet haben, enthält dazu die deutliche Feststellung, dass die Hebelung das Risiko verändern, also auch erhöhen kann. Außerdem wird gefordert, dass die Europäische Zentralbank EZB den Ankauf von Staatsanleihen stoppt und dass die Pläne für eine Finanztransaktionssteuer in Brüssel auf den Weg gebracht werden. Dieser letzte Punkt war der Opposition wichtig. Nach Auffassung der Grünen ist die Finanztransaktionssteuer ein Faktor, der Spekulationen künftig eindämmen könnte. Hat Eingang in diese Beschlussfassung gefunden. Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass die große Mehrheit meiner Fraktion der Auffassung ist, dass wir das gut verhandelt haben. Dass der Rettungsfonds seine Mittel möglichst effizient einsetzen, also hebeln soll, ist mit Ausnahme der Linkspartei mittlerweile Konsens. Die vorliegenden Konzepte dafür seien vertretbar, so die FDP. Insbesondere ist es nach dem jetzigen Verhandlungsstand gelungen, die französischen Wünsche nach einer Banklizenz für den EFSF abzuwehren. Das wäre das, was wir partout ja nicht akzeptieren können, nämlich die Gelddruckmaschine in den Händen des Fonds. Bei den Fachpolitikern der Fraktionen mehren sich allerdings Zweifel an der Haltbarkeit dessen, was morgen in Brüssel verhandelt werden soll. Das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik sei verloren gegangen. So geht es auch den Leuten am Finanzmarkt, die diese Anleihen kaufen sollen. Die verkaufen nur, wenn sie Vertrauen drin haben, dass sie das Geld zurückbekommen. Von daher ist die Gefahr, die jetzt besteht, dass diese neue Erweiterung nicht funktioniert. Gut möglich also, dass nach den Verhandlungen in Brüssel die Auseinandersetzungen in Berlin erneut losgehen. Zum gemeinsamen Entschließungsantrag in Berlin jetzt live Ulrich Deppendorf. Diese gemeinsame Erklärung der Koalitionsfraktionen und der Opposition mit Ausnahme der Linken lässt, wenn sie morgen im Parlament beschlossen wird, die Bundeskanzlerin ohne Gesichtsverlust und gestärkt nach Brüssel fahren. Die Opposition ohne die Linke ist nun mit im Boot und Angela Merkel hat wiederum Zeit gewonnen. Ob der Bundestag dann möglichen Ergebnissen von Brüssel und dort genauer ausgearbeiteten Leitlinien der angedachten Rettungsmodelle, wie konkret sie auch immer sein mögen, zustimmen wird, das ist auch heute nicht sicher und bedarf neuer Beratungen. Mit der gemeinsamen Erklärung wollen Regierung, SPD und Grüne auch verhindern, dass sich am Ende Nicolas Sarkozy doch noch mit seiner Vorstellung einer weiteren Beteiligung der Europäischen Zentralbank beim Kauf von Staatsanleihen durchsetzen kann. Und das freut SPD und Grüne. Die Finanztransaktionssteuer ist nun gemeinsames Anliegen. Zum ersten Mal wird aber auch anerkannt, dass sich trotz der Obergrenze der deutschen Beteiligung von 211 Milliarden Euro das Verlustrisiko bei den angedachten Lösungen erhöhen kann. Da ist heute Ehrlichkeit eingetreten. Es wird aber weiter auf Sicht gefahren. Zurück nach Hamburg. Deutschland und Frankreich planen die Einrichtung einer gemeinsamen Euro-Arbeitsgruppe. Die Gruppe unter Vorsitz von Bundestagspräsident Lamert und seinem französischen Kollegen Accoyer soll bis Februar über Regeln für die Eurozone und Vorschläge für eine wirtschaftliche Annäherung beider Länder beraten. Ein für Mittwoch erwartetes Treffen der EU-Finanzminister vor dem EU-Gipfel findet nicht statt. Wie es hieß, gibt es wegen vieler offener Fragen noch keine neuen Entscheidungsgrundlagen. Ein strittiges Thema ist nach wie vor, wie der Schuldenerlass für Griechenland aussehen soll. Bei einem Schuldenschnitt müssen die Gläubiger auf einen Teil ihres Geldes verzichten. Die gerade diskutierten Szenarien gehen von einem Schuldenerlass von mindestens 50% aus. Das heißt, dass Griechenland von seinen Gesamtschulden nur noch die Hälfte zurückzahlen muss.
Auf dem Rest bleiben die Gläubiger sitzen, und das sind vor allem Banken. Griechenland hat sich das Geld über Staatsanleihen geliehen. Viele dieser Anleihen haben auch griechische Banken gekauft. Die Verluste könnten sie nahe an den Zusammenbruch bringen. Ein weiteres Problem in Griechenland selbst, die Pensionskassen. Denn auch sie halten viele der Staatsanleihen. Ein Schuldenschnitt würde deshalb die Rente vieler Griechen gefährden. Daneben wären auch andere europäische Banken betroffen. Insbesondere französische Großbanken haben griechische Staatsanleihen in ihren Büchern. Ein Teilausfall würde Milliardenverluste für sie bedeuten. In Deutschland haben in der Vergangenheit vor allem Commerzbank und Deutsche Bank griechische Anleihen gekauft. Die Deutsche Bank hat frühzeitig reagiert und schon 1 Milliarde Euro abgeschrieben. Ein Schuldenschnitt von 50% könnte ihr nichts mehr anhaben. Auch die Commerzbank hat bereits einen Teil der Verluste verbucht. Sie würde noch rund 700 Millionen Euro verlieren. Ein Schuldenerlass für Griechenland würde also wohl kaum ein Problem für deutsche Banken sein. Doch noch ist nicht klar, wie hoch der Schuldenschnitt letztlich ausfällt. Auch das wird morgen Thema beim Treffen der Regierungschefs in Brüssel sein. Zu den Problemen einen Tag vor dem Gipfel, jetzt live aus Brüssel, Rolf-Dieter Krause. In Brüssel ist man gespannt, ob es den Staats- und Regierungschefs der Eurozone diesmal gelingen wird, Beschlüsse zu fassen, die nicht schon in Kürze wieder überarbeitet werden müssen. So war das nämlich bisher im Verlauf der Krise, und das hat die eigentliche Lösung nicht erleichtert. Das größte Problem sind nicht die sogenannten Hebel im Rettungsschirm, sondern die Beteiligung der privaten Anleger. Griechenland wird ohne einen deutlichen Schuldenerlass nie wieder auf die Beine kommen. Aber den kann die Politik nicht einfach beschließen. Vor allem die Banken müssen dem zustimmen, und das ist nicht nur finanziell, sondern auch rechtlich schwer. Denn ein freiwilliger Verzicht könnte den Bankvorständen als Untreue vorgehalten werden. Es sei denn, sie erhalten dafür eine Gegenleistung. Genau darüber wird seit Tagen irgendwo in Brüssel verhandelt. Und das Ergebnis davon setzt erst den Rahmen für alles, was dann der Gipfel beschließen kann. Zurück nach Hamburg. Knapp eine Woche nach seiner Tötung ist der frühere libysche Machthaber Gaddafi beigesetzt worden. Gaddafi wurde an einem geheim gehaltenen Ort in der Wüste bestattet, teilte der Nationale Übergangsrat mit. Zuvor war die Leiche tagelang in einem Kühlhaus zur Schau gestellt worden. Nach wie vor sind die genauen Todesumstände unklar. Die neue Führung des Landes will das jetzt untersuchen lassen und kommt damit internationalen Forderungen nach. Es ist das Einzige, was hier noch an Muammar Gaddafi erinnert. Sein Fluchtauto. Daneben ein Kühlraum für Hühnerfleisch. Hier lag Gaddafis Leiche 4 Tage lang. Seit wenigen Stunden aber ist er leer, seit die Rebellen die Leiche des Ex-Diktators mitgenommen haben. Wir sind mit den Leichen von Gaddafi und seinem Führungsstab mitten in der Nacht aufgebrochen. Wir haben das heimlich gemacht, zur Sicherheit, und die Leichen vorher nach muslimischer Tradition gewaschen, um der Welt zu zeigen, dass wir auch unseren Feind anständig behandeln. Gestern in der Nacht, wir sind am selben Kühlraum. Diese Libyer sind die Letzten, die Gaddafi sehen dürfen. Sie filmen die Leichen, Bilder wie Trophäen. Die Leichenschau bis zuletzt ein Medienereignis. Wir haben eine Gruppe für die Beerdigung gebildet und der Übergangsrat hat entschieden, dass die Leichen jetzt bestattet werden. Dann geht alles ganz schnell, Stunden später. Ein Konvoi bringt den Ex-Diktator Richtung Süden, eingehüllt in weißen Stoff. Es soll ein islamisches Begräbnis gegeben haben. Wo genau das passiert ist, bleibt geheim, denn die Rebellen fürchten nichts mehr als eine Pilgerstätte für Gaddafi. Gaddafis Leiche liegt hier irgendwo begraben in der Wüste zwischen Sirt und Misrata. An einem unbekannten Ort, das versichern die Rebellen. Sie provozieren damit den Gaddafi-Stamm, der eigentlich gefordert hatte, Gaddafis Leiche selbst begraben zu dürfen. Versöhnung sieht anders aus, Racheaktionen werden dadurch immer wahrscheinlicher. 2 Tage nach dem schweren Erdbeben in der Türkei ist die Zahl der Toten nach Regierungsangaben auf 432 gestiegen und noch immer werden Hunderte vermisst. Bei niedrigen Temperaturen schwinden die Chancen, Überlebende zu retten. Am Sonntag hat ein Beben der Stärke 7,2 den Osten der Türkei erschüttert. Am schlimmsten traf es die Region um die Städte Van und Erciç. Gott bewahre, Gott beschütze, betet ein Helfer, als er ein Baby aus den Trümmern zieht. Die kleine Asra ist am Leben. Das 14 Tage alte Mädchen wurde 47 Stunden nach dem Beben gerettet. Und wenige Stunden später können die Helfer auch noch die Mutter und die Großmutter retten. Der Großvater überglücklich und traurig zugleich.
Mein Sohn ist noch unter den Trümmern. Sie sagen, man hört Geräusche aus dem Schutt. Aber ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich hoffe sehr auf Gottes Hilfe. Mittlerweile sind über 3000 Helfer in der Region und solche Rettungsaktionen geben ihnen neuen Auftrieb, weiterzusuchen. In den Städten Erciş und Van scheint die Hilfe gut organisiert anzukommen. Anders als beim großen Beben vor 12 Jahren, da kam sofort Kritik auf. Zu wenig Helfer, zu wenig schweres Gerät und Zelte. Wir müssen noch viel dazulernen. Es gibt Gebäude, die deshalb eingestürzt sind, weil sie nicht erdbebensicher gebaut sind. Deshalb müssen wir die Kontrollen verschärfen. Dazu kommen zahlreiche illegale Bauten. Aus der Luft sieht man, dass einige Stadtgebäude eingestürzt sind wie Kartenhäuser, andere aber unbeschadet dem Beben getrotzt haben. Drastischer zeigt sich die Lage auf dem flachen Land. Da haben viele der Lehmziegelbauten, wie man sie gerade in Dörfern Ostanatoliens antrifft, dem Beben nicht standgehalten. In einem anderen Katastrophengebiet in Thailand wächst die Sorge, dass die Flut die Hauptstadt Bangkok schwerer treffen könnte als bislang. Wegen eines Dammbruchs musste heute ein Inlandsflughafen geschlossen werden. Die Regierung hat die Anwohner der Hauptstadt aufgefordert, sich auf mögliche Räumungen einzustellen. Von Donnerstag an sollen die Menschen 5 Tage lang arbeitsfrei haben, um die Stadt verlassen oder zumindest ihre Wohnungen und Häuser vor dem Hochwasser sichern zu können. Ein gutes halbes Jahr nach dem Tsunami und der Atomkatastrophe in Japan hat Bundespräsident Wulff heute die Region Fukushima besucht. Er sprach dabei auch mit Menschen, die nach wie vor in Behelfsheimen leben. Er mahnte, ehrlich über das Atomunglück zu sprechen. Es gebe noch viele ungeklärte Fragen. Die Flüchtlinge aus Fukushima, den ganzen Tag über haben sie auf ihn gewartet. Und dann kommt er, Christian Wulff, der deutsche Bundespräsident. Das Messgerät zeigt 0,07 Mikrosievert pro Stunde, ein ungefährlicher Strahlungswert. Dabei ist der Katastrophenreaktor nur 50 Kilometer entfernt. Wulff will sich bewusst solidarisch zeigen mit denen, die ihre Heimat vielleicht für immer verloren haben. Ich war bei meinen Besuchen in Japan immer sehr beeindruckt, wie Japanerinnen und Japaner zusammenhalten. Und das hilft ihnen hoffentlich in dieser schweren Zeit. Wulff will den Menschen Mut machen. Das Leben in Containern, ohne Privatsphäre, ohne Perspektive, ist zermürbt. Weiterfahrt an die Küste. Toyoma, vom Tsunami komplett überspült, 200 Tote. Der Wiederaufbau hat noch nicht begonnen. Es sei unklar, hört Wulff, ob hier jemals wieder Häuser stehen werden oder weiter oben auf den sicheren Hügel. Viele Gemeinden im Katastrophengebiet kämpfen mit dieser Frage und Japans Bürokraten finden keine schnelle Antwort. Ich habe größten Respekt vor der gigantischen Aufbauleistung, die jetzt die Japaner hier erbringen. Und sehe natürlich auch, welche Aufgaben alle noch ungelöst sind. Man kann Japan nur ganz große Unterstützung geben und eine ganz große Rückendeckung geben, dass sie das hier weiter beherzt anpacken. Wulff hat Japan erneut deutsche Hilfe angeboten. Der größte Wunsch der Menschen aber scheint kaum zu erfüllen. Sie wollen einfach nur nach Haus. Ein Hauptproblem mit Windenergie, dass sie nämlich nicht immer dann Strom liefert, wenn er gebraucht wird, soll ein neuartiges Hybridkraftwerk lösen. Die weltweit erste Anlage dieser Art ging im brandenburgischen Prenzlau ans Netz. Sie erzeugt aus überschüssiger Windenergie Wasserstoff. Aus dem gespeicherten Wasserstoff wiederum kann an windarmen Tagen mit Biogas erneut Strom produziert werden. Auf diese Weise soll Windenergie zur zuverlässigen Stromversorgung genutzt werden. Wer sich im Internet durch einen Blog beleidigt fühlt, hat jetzt genauer festgelegte Rechte, um sich zu wehren. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat dazu heute Provider wie etwa Google in die Pflicht genommen. Danach können Menschen, die sich verleumdet fühlen, ihre Einwände dem zuständigen Provider mitteilen. Der muss sie an den Blogbetreiber weiterleiten. Sollten sich die Anfeindungen als haltlos erweisen, müssen die Passagen gelöscht werden. Der SPD-Politiker Erwin Sellering bleibt Ministerpräsident in Mecklenburg-Vorpommern. Der Landtag in Schwerin wählte den 62-Jährigen erneut zum Regierungschef. Sellering hatte die SPD im September zum Wahlsieg geführt und einigte sich erneut mit der CDU auf eine Koalition. Er erhielt 42 Ja-Stimmen, 2 weniger als Abgeordnete des Regierungsbündnisses an der Abstimmung teilnahmen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 26. Oktober.
Der Ausläufer eines Tiefs bei Irland hat den Westen Deutschlands erreicht und überquert uns morgen mit seinen Wolken und etwas Regen. Außerdem lenkt er feuchtmilde Luft heran, die ab Donnerstag wieder unter Hochdruckeinfluss gerät und in der sich zähe Nebelfelder bilden können. Im Nordosten ist es heute Nacht zunächst teilweise klar, sonst ist der Himmel meist bedeckt. Hier und da regnet es etwas. Richtung Westen gibt es später wieder Wolkenlücken. Und von dort wird es morgen zunehmend freundlicher, während sich in der Osthälfte noch viele Wolken halten, die örtlich etwas Regen bringen. An der See heute Nacht noch stürmische Böen, morgen meist schwacher bis mäßiger Südwind. In der Nacht 4 Grad im Sauerland, 10 in der Lausitz. Morgen für die Jahreszeit recht milde 10 bis 16 Grad, im Berchtesgadener Land um 8 Grad. In den nächsten Tagen erwartet uns eine ruhige Hochdruckwetterlage. Vielerorts hält sich zäher Nebel oder Hochnebel, gebietsweise verschwindet er auch gar nicht. In anderen Regionen zeigt sich dagegen häufiger die Sonne und dort wird es auch sehr mild. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin Zustimmung trotz Zweifels. Deutsche Parlamentarier wollen Rettungshebel mittragen. Und sippenhaft in Syrien das brutale Vorgehen gegen Regimegegner.